Tja, Claudia Schiffer und Natalia Wörner waren heute nicht verfügbar. Also übernehme ich einfach mal die Rolle der Muse von Karl Lagerfeld. König Karl oder auch Modezar, wie immer er genannt wurde, große Namen eilten hier voraus. Aber wir können auch mit einer Art Dauerausstellung hier aufwarten, mit einem großen Namen, nämlich Kardinal Albrecht von Brandenburg. Und ihm gehörte diese Burg, wenn man so will. Er war Erzbischof hier in Halle und das war seine Residenz. Er hatte sich Halle als die Stadt auserkoren, in der er leben wollte. Und wir beginnen heute unsere kleine Zeitreise. Nein, ich bin nicht Karl Otto Lagerfeld, ich bin auch nicht Albrecht. Ich bin Klaus Hennecker. Und ich würde sagen, kommen Sie einfach mit auf eine kleine Zeitreise durch die größte Stadt Sachsen-Anhalts. Wir beginnen in unserer Moritzburg, die jüngste Saaleburg, die wir in Mitteldeutschland haben. Und wenn schon, dann haben wir natürlich auch die älteste. Wir bieten beides. Einfach raus und los geht's. Ja, so etwa muss das damals ausgesehen haben, wenn unser Kardinal hier aus seiner Burg rauskam und zu seinem geliebten Volk sprach, naja, da müssen wir schon vorsichtig sein mit geliebtem Volk. Denn die Wehranlagen dieser Burg, die waren in Richtung Innenstadt gebaut, weil einfach zwischen den reichen Bürgern, dem Patrizier von Halle und dem Erzbischof, eine, sagen wir mal, gespannte Situation bestand. Die Frage, die oft kommt, ja, diese Burg, 500 Jahre alt, wie alt ist denn Halle eigentlich? Und da geht's schon los. Wir haben 1961 unser 1000-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. 2006 wurden wir aber schon 1200. Also binnen 45 Jahren ist Halle 200 Jahre älter geworden. Wie kam das? Das erzähle ich Ihnen, wenn wir das nächste Mal in Halle sind. Da haben wir viel mehr Zeit als heute. Aber Zeit ist generell so ein Thema. Zeit ist relativ, das wissen wir. Und für Relativität hat ein gewisser Albert Einstein mal Preise bekommen. Und da sind wir auch bei einem Gebäude, was wir da drüben schon sehen. Und da folgen Sie mir einfach auf diesen Platz rüber. Denn das da drüben, das war unser ältestes Logengebäude, was wir in Halle hatten. Die Loge zu den drei Degen. Heute ist es die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften. Was hat Einstein damit zu tun? Einstein war Nobelpreisträger und er war regelmäßig zu Gast hier. Wir gehen ein Stück spazieren entlang der alten Stadtmauern von Halle, die man heute nicht mehr sieht. Aber die Spuren sind trotzdem noch da. Kleine Faustregel, wenn Sie in Halle spazieren gehen und treffen auf Straßen, die auf Ring enden, Moritzburgring, Universitätsring, überall dort war die alte Stadtmauer. Und da gehen wir jetzt lang. Wir werden heute auf nahezu alle Baustile treffen, die wir kennen. Romanik, Gotik, Renaissance, Jugendstil. Es ist alles noch da. Und wenn wir uns allein die Häuser dort drüben anschauen, das ist klassische Gründerzeit. Der älteste Kinopalast von Halle, das alte Astoria, hier auf der rechten Seite. Halle hat immer dann, wenn die Baustile verteilt wurden, ganz laut hier gerufen. Wir haben alles bekommen und wir haben natürlich noch einen großen Vorteil gehabt. Halle gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu den besterhaltenen deutschen Großstädten, kaum zerstört. Und deswegen haben wir die Gelegenheit, heute einen so schönen Rundgang zu machen und Ihnen alles zu zeigen, was die Altstadt von Halle zu bieten hat. Weiter geht's, ist gerade Platz.
werden es heute öfter erleben. Halle ist eine bunte Stadt. Alle Farben sind vertreten. Wir hatten eben schon das Weiße Haus von Halle, die Leopoldina. Unser Stadtwappen, rot-weiß. Warum? Rot und weiß waren die Farben des Erzbischofs von Halle. Rot und weiß sind auch die Farben der Hanse. Und Halle war im Mittelalter 200 Jahre Mitglied der Hanse. Wenn Sie jetzt fragen, was habt ihr bitte mit Nord- und Ostsee zu tun, mit Klaus Störtebeker und der bunten Kuh? Genau genommen gar nichts. Aber die Hanse war ein Verbund von Kaufleuten, um bestehende Handelswege zu schützen und sich neue zu erschließen. Ja, und wenn wir schon von den schönen Baustilen reden, das schönste Jugendstilhaus von Halle, das haben wir genau vor uns. Das sogenannte Döllhaus, Pianohaus Döll, hier wurden mal Klaviere und Flügel verkauft. Ganz am Anfang war es eine Delikatessenhandlung. Die Besonderheit ist diese Glasscheibe hier vorn. An der Stelle stand nämlich mal das Ulrichstor, eines der ältesten Stadttore von Halle. Wir hatten insgesamt 6. Und die Architekten, die haben dankenswerterweise gesagt, das können wir nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen und haben dieses Rundbogenfenster genau im Stil dieses alten Ulrichstors gebaut. Das Ulrichstor trennte zwei Straßenzüge, die große Ulrichstraße, in der man einkaufte, und die kleine Ulrichstraße, in der man dem Vergnügen nachging. Und zum Vergnügen gehörte auch dieses Gebäude. Das war der Vorläufer der Halloren-Schokoladenfabrik, der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands. Das berühmte Café David befand sich genau da drüben. Und wir gehen jetzt in die kleine Ulrichstraße rein. Natürlich sagt der Hallenser hier nicht kleine Ulrichstraße, viel zu umständlich. Das ist die kleine Uli. Wir gehen heute auch nur Straßen, die es bereits seit 800 Jahren gibt. Denn die Besonderheit ist, dass man im Zuge der letzten Jahrhunderte immer die Häuser um die alten Straßenzüge herumgebaut hat. Das heißt, im Altstadtkern sind hier keine neuen Wege angelegt worden. Was modernisiert worden ist, das sehen wir hier sehr schön, die klassischen Gründerzeithäuser, links und rechts. Gründerzeit, da streiten die Gelehrten. Wann begann die eigentlich? Die einen sagen, Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts mit der Gründung vieler Industriebetriebe. Andere sagen nach der Gründung des Deutschen Reiches. Und da wäre der Hintergrund, Deutschland hatte ja diesen Krieg gewonnen und die Franzosen mussten die unvorstellbare Summe von 5 Milliarden Goldfranken an das Deutsche Reich geben. Viel davon floss in die Städte. Und wir sehen es hier oben zum Beispiel in diesem schönen Haus, Baujahr 1891. Nach der Wende alles wunderschön saniert. Das ist klassische Gründerzeitarchitektur. Ja, und hier beginnt dann so die eigentliche Kneipenmeile. Wie würden wir sagen, hier steppt der Bär. Und wenn wir uns da vorschauen, so sieht es dann nachts aus, alles beleuchtet, bis in die Nacht herrscht hier Trubel. Die Studenten, ich hätte fast gesagt rund um die Uhr, aber Sie können davon ausgehen, dass die Autofahrer hier ein schweres Leben haben, hier durchzukommen. Wir wollen uns natürlich nicht nur mit alten Häusern und alten Geschichten befassen, sondern auch mal unserer guten alten deutschen Sprache ein bisschen gedenken. Und diesen Giebel dort oben, den hat unser Verein Pro Halle dort bemalt mit Begriffen, die allmählich aus dem Bewusstsein unserer Generation entschwinden. Sie können sich selbst mal testen. Was davon kennen Sie noch? Eine Minute Bildungsfernsehen. Und die Auflösung, Sie ahnen es schon, gibt es natürlich erst beim nächsten Besuch in Halle. So, wir schwenken nach rechts und begeben uns auf die Spuren des studentischen, ernsthaften Lebens in Richtung Universität.
Ja, hier können wir es uns ungefähr vorstellen. Das etwa war Kutschenbreite. So sahen die Straßen im Mittelalter aus. Und hier haben wir es schon erreicht, die große Ulrichstraße, die große Uli, eine der beiden Einkaufsmeilen unserer Stadt. Auch hier ein Blick auf die wunderschön restaurierten alten Häuser. Das war eine der Straßen, in der die meisten Kaufhäuser standen. Einige davon sehen wir nachher noch am Markt, aber hier beginnt so praktisch der klassische Einkaufsbummel. Und das begann etwa so um 1900 herum, als praktisch die Kaufhausarchitektur, die Konsumtempel entstanden. Am Markt sehen wir noch mehr davon. Wir machen eine kleine Kehrtwende und gehen rechts zum Kaulenberg. Stimmt, einen Baustil hatte ich noch unterschlagen und den sehen wir hier schon. Der klassische Klassizismus. Hier beginnt der Campus der Universität. Wir sind auf dem Weg zur akademischen Akropolis von Halle, dem Hauptgebäude der Martin-Luther-Universität. Eigentlich ist die Martin-Luther-Universität zweigeteilt und heißt offiziell Halle-Wittenberg. Die Wittenberger Universität war die erste, die Leukorea. Leukorea ist griechisch, heißt so viel wie Weißer Berg, Wittenberg. Sie ist die ältere von beiden, 1502 gegründet und knapp 200 Jahre später kam die Hallische dazu. Die Hallische, das erkennen wir oben an dem Fries, das ist die Friedrichs-Universität. Und das Hauptgebäude heißt nicht einfach nur Hauptgebäude, sondern Löwengebäude. Dreimal dürfen Sie raten, warum. Genau diese beiden Tierchen haben der Uni ihren Namen gegeben. Ursprünglich standen sie mal auf einem Brunnen am Markt. Als der Brunnen abgerissen wurde, hat die Uni gesagt, wir hätten ganz gerne die Löwen. Sie haben sie bekommen. Und damit verbirgt sich bis heute eine Besonderheit, denn es gilt das ungeschriebene Gesetz. Wer als Student vor einer wichtigen Prüfung steht, setzt sich nicht auf die Löwen drauf, dann fällt er garantiert durch. Das gesamte Areal, was wir hier sehen, das ist der zentrale Campus der Martin-Luther-Universität. Und Norbert Lammert, der Altpräsident des Deutschen Bundestags, hat mir einen Satz gesagt, dem kein Hallenser widersprechen wird. Halle hat den schönsten Universitätsplatz Deutschlands. Punkt. Ursprünglich sollte es mal ein dreiflügeliges Gebäude werden, aber die Erbauer des Robertiniums, was wir hier rechts sehen, waren schneller. Und so ist es das Hauptgebäude einzeln stehend geblieben. Und eine Frage haben wir heute noch gar nicht berührt. Wie nennen wir eigentlich die Bewohner Halles? Und diese Aussage, die hängt mit einem Heinrich Heine zusammen, den wir hier drüben sehen. Denn er hat vor 200 Jahren während seiner Harzreise hallische Studenten getroffen und hat sich wohl bombig mit ihnen verstanden und hat beim Abschied lachend gesagt, ihr seid doch alles Hallenser, Halloren, Halunken. Und aus Dankbarkeit dafür ist vor 20 Jahren in dieses Denkmal enthüllt worden, der träumende Heine. An dieser Stelle stand früher mal ein altes Kloster, das Barfüßerkloster, auch Franziskaner. Als das abgerissen wurde nach der Reformation, entstand hier ein Gymnasium und man sagt, dass hier unser Georg Friedrich Händel zur Schule gegangen sein könnte. Warum könnte? Es war die seinem Wohnhaus am nächsten gelegene Schule, aber Papa Händel war Wundarzt, heute würde man sagen Chefchirurg, und er hatte Knete, Kies, Zaster. Auf Deutsch gesagt, er hätte es auch bezahlen können. Aber es macht sich immer gut zu sagen, unser Schorsch ist dort zur Schule gegangen.
Und diese schöne Fassade hier drüben, die erst ungefähr 10 Jahre alt ist, das ist der Audimax, der größte Hörsaal. Und hier haben die Architekten wirklich eine optische Meisterleistung verbracht. Denn man sieht es auch in der Nachmittagssonne, spiegelt sich der gesamte Universitätsplatz. Übrigens, kleiner Tipp, wenn Sie mal Ende Juni, Anfang Juli in Halle sind, lange nach der Wissenschaften, unbedingt die Antrittsvorlesung besuchen. Die Professoren der juristischen Fakultät spielen hier ein Märchen der Gebrüder Grimm nach. 1,5 Stunden seien sie rechtzeitig da. Vor 3 Jahren war hier Rotkäppchen und der Wolf. Im letzten Jahr gab es die Ausnahme, wurde mal Harry Potter gespielt. Es ist sehr originell und ein schöner Auftakt der langen Nacht. Wenn wir hier auf diese Fassade schauen, da kommt der Name Peter Sodann ins Spiel. Kennen wir alle. Schauspieler, Regisseur, kam über Chemnitz, Magdeburg nach Halle und hat hier eine neue Spielstätte gegründet, die heute eine der erfolgreichsten von Halle ist, das Neue Theater. Und er hat eins geschafft, in 21 Jahren über 2 Gesellschaftsordnungen diese Spielstätte komplett zu errichten auf der Bastion der alten Kaisersäle. Und das Motto seines Lebens, was er geschafft hat hier, könnte dieser lateinische Spruch sein: Was du nicht selber tust, das tut für dich kein anderer. Und hier drüben dieses Haus mit den Säulen in der ersten Etage, das waren die alten Kaisersäle. Hier aß man, hier trank man, hier traf man sich, hier wurde man gesehen, hier wollte man gesehen werden. Heute ist hier die Kneipe des Neuen Theaters drin oder auch Strieses Biertunnel genannt, nach der Figur des Theaterdirektors aus dem Raub der Sabinerinnen. Eine der Lieblingsfiguren von Peter Sodann, dem Gründer dieser Kulturinsel. Insel deswegen im Dschungel der Großstadt. Apropos sehen und gesehen werden. Wir sind hier in der Haupteinkaufsmeile der Hallenser, der großen Ulrichstraße. Und hier gibt es eine Besonderheit. Diese Straße war nicht immer so breit. Sie war bis vor gut 100 Jahren nur halb so breit. Und die Bewohner der marktnahen Grundstücke, also rund um den Markt, bekamen ein Angebot, was sie einfach nicht ablehnen konnten. 1000 Goldmark pro Quadratmeter, wenn sie ihre Häuser verkauften, abreißen ließen und an der Stelle die Straßenverbreiterung auf ungefähr 15 Meter, wie wir es heute haben, realisieren konnten. Und so geschah es dann auch. Seit dieser Zeit ist die Straße so breit. Und wenn ich sage marktnahe Grundstücke, dann sind wir auch nicht weit weg vom Markt. Und das höchste Bauwerk in Halle, das höchste mittelalterliche Bauwerk, das haben wir schon vor uns, den Roten Turm von Halle. Da gehen wir hin. ~84 Meter hoch. Caspar David Friedrich hat ihn gemalt, Lionel Feininger ebenfalls. Und wenn wir bei Superlativen sind, hier befindet sich auch Europas größtes Carillon, auch Glockenspiel genannt, drin. 76 Glocken vereint es. Aber natürlich haben wir in Halle nicht nur einen Turm. Wir sprechen von der Stadt der 5 Türme. Wo sind die anderen 4? Die sehen wir hier. Sie gehörten ursprünglich mal zu 2 Kirchen, nämlich der Marienkirche und der Gertrudenkirche. Übrig geblieben davon ist diese Kirche. Und Kardinal Albrecht, von dem wir vorhin schon einiges an der Moritzburg gehört haben, hatte sich Halle als seine Residenzstadt auserkoren und hat gesagt, wozu brauche ich 2 Kirchen? Hat beide Kirchturmpaare verbunden mit einem neuen Kirchenschiff. Und das ist heute die Kirche unserer lieben Frauen. Wichtige Persönlichkeiten hat diese Kirche gesehen. Zum einen wäre da zu nennen natürlich Georg Friedrich Händel. Er wurde hier getauft. Zum zweiten Johann Sebastian Bach. Er sollte Domorganist werden. Sein Sohn Wilhelm Friedemann Bach ist es geworden. Er selbst hat diese Orgel eingeweiht. Und der dritte, den sehen wir hier, Martin Luther. Eine ganz wichtige Figur in der Kirchengeschichte, denn er hat vor fast 500 Jahren hier die Reformation eingeführt und hat 3-mal hier gepredigt. Nur einen Hallorenkugelwurf weit entfernt haben wir eines der schönsten Renaissancehäuschen von Halle, nämlich das Marktschlösschen, in dem sich zum einen das Hallorencafé, aber auch unsere Touristinformation befindet. Dieses Gebäude ist 500 Jahre alt und an dieser Stelle kommen wir auch zum Ende unseres Rundganges
durch das mittelalterliche Halle. Natürlich nicht ohne unseren Freund Georg Friedrich Händel noch mal eine gebührende Ehre zu erweisen. Georg Friedrich Händel, er gehört zu den Hallotris, wie wir schatzhafterweise sagen. Das sind die, die in Halle geboren sind, aber die Stadt aus unerfindlichen Gründen mal verlassen haben. Georg Friedrich, der Musiker, und wir haben auch noch unseren Außenminister Hans-Dietrich Genscher, auch er war Hallotri. Aber Georg Friedrich Händel war ja die ersten 18 Jahre seines Lebens in Halle. Er sollte nach dem Wunsch seines Vaters Jurist werden. Mama Händel erkannte aber das musikalische Talent und sagte, der Junge macht Musik. Und so kam es auch. Die berühmtesten Werke von ihm kennen wir alle. Die Feuerwerksmusik, die Wassermusik. Die Champions League-Freunde von uns wissen, die Musik, die vor dem Anpfiff ertönt, das ist die Krönungsmesse von Georg Friedrich Händel. Und natürlich ist sein bekanntestes Werk der Messias mit dem Schlusschor. Und was Sie hier in Halle noch machen oder wie wir sagen würden, händeln können, das erfahren Sie hier in unserer Touristinformation. Seien Sie herzlich willkommen, hier erfahren Sie alles Weitere, was wir Ihnen heute noch nicht vermitteln können. Bleiben Sie gesund, kommen Sie wieder, bis zum nächsten Mal oder, um mit meinem kleinen goldenen Freund zu sprechen, Halleluja!